Hey San und willkommen zurück zu einer weiteren kleinen Folge Falzgar. Eigentlich wollte ich das Ganze ja erst aufnehmen, wenn ich denn den neuen Monitor hab, damit die dämlichen Seitenränder weg sind. Aber ich hab's jetzt doch so langsam nicht mehr ausgehalten, deswegen gibt es jetzt nochmal eine neue Folge. Und ich hoffe wirklich, dass das Ganze hier auch klappt, denn öfters stürzt bei mir das Spiel ab, deswegen hab ich nicht immer aufnehmen können in letzter Zeit. Ich hoffe mal, wir werden hier ein bisschen Glück haben. Oha. Leider habe ich jetzt gerade... Jo, Treffer. Sehr schöner Treffer. Oha. Ich kann ihn nicht treffen. Okay. Das schaffen die schon. So, ich werde das Ganze jetzt anders machen. Ich werde jetzt hier Stück für Stück quasi aufnehmen. In der Hoffnung, dass wir hier... Okay. So war das nicht gedacht. Also, ich will das Ganze jetzt nochmal Stück für Stück aufnehmen. Für den Fall, dass das Spiel abstürzt, habe ich so zumindest die Folge doch noch gerettet. Muss jetzt erstmal hier ein bisschen weniger Licht reinfallen lassen, damit ich auch mehr sehen kann. So, einmal sind wir schon gestorben. Schauen wir mal, ob wir jetzt dran vorbeikommen. Ich überlege gerade, die sind mittlerweile echt stark. Also wirklich sehr stark geworden. Oh, da hinten ist schon einer. Vielleicht wäre es einfacher, einfach an den vorbeizurennen. Oh oh. Ich glaube, Rennen ist tatsächlich eine gute Idee. Die kommen schon alleine klar. Was haben wir denn hier? Vulkanstab der Raserei. Vulkanglas, Axt. Alles schön. Da können wir runter. Oh oh. Um mich herum scheinen einige Leute gekommen zu sein. Tatsächlich. Hopp. Lässt du das? Ja, wie gesagt, ich habe gerade ein bisschen das Problem, dass ich wenig sehen kann. Ich hoffe einfach, dass ich hier alles richtig mache. Ich werde es wahrscheinlich dann hinterher in der Aufnahme sehen, wenn da einiges, wenn ich wieder einiges übersehen habe. Moment. So, dann wollen wir doch mal weiter gucken hier. Whoop. Jetzt lässt es schön sein. Gegen die Skelette komme ich zumindest noch gut an. Boi. Hüpf. Hüpf. Aua. Boah, wie viele sind das denn jetzt hier? Habe ich erwähnt, dass ich... Boah. Draugr. Und große Gewölbe nicht mag. Was ist denn jetzt passiert? Wodurch bin ich denn jetzt bitte gestorben? Bitte erklär mir das jemand. Ich stand da hinten alleine in der Ecke und hatte noch recht viel Leben. Also wieder von hier. Das ist wirklich ein Ort, an dem ich sehr ungern bin. Ich kenne den Ort jetzt mittlerweile schon sehr gründlich. Zumindest diesen Gang hier. Denn den bin ich schon mindestens 15 Mal gelaufen. Ja, drück mich nur an die Seite. Also hier muss ich sagen, ich bin echt froh, dass ich so viele Leute dabei habe. Wenn auch nur aus Versehen.
Die brauche ich alle. So. Nehmen wir alle mit. Ich mag ja eigentlich diese ganzen Ebenerz-Sachen. Nehmen wir mal mit. So. Es wird wieder so zunehmend dunkel. Ich muss mal ganz schnell in den Einstellungen gucken, ob ich das Gamma höher stellen kann. War das nicht hier? Anzeige wahrscheinlich. Helligkeit. Ja, sehr schön. Ich sehe wieder was. Wenn auch nur ein bisschen, aber ich sehe wieder was. So, hier speichere ich jetzt mal schnell. So haben wir zumindest schon mal einen erwischt. Wir kämpfen uns dann jetzt einfach mal mehr oder weniger erfolgreich hier durch. Und hoffen einfach mal, dass die mit ihren... Wow! Was sollte das denn bitte? Dann gehen wir halt auf die andere Seite. Kommt keiner? Okay. Den haben wir, glaube ich, erwischt. Was ist denn hier? Oh. Was ist... Ach. Bin ich doch tatsächlich... mit Felsenhaxe infiziert worden. Hier ist kein Schalter. Ja, rennt hier nur durch. Passt schon. So. Ich speichere nochmal schnell. Ich bin hier mittlerweile, wie gesagt, übervorsichtig geworden, weil das Spiel einfach so oft einfach abgestürzt ist. Da will ich jetzt einfach nichts dem Zufall überlassen. Aua. So, da hinten habe ich auf jeden Fall jemanden gesehen. Ach, du stehst genau auf der... Okay. Bulliger Drauger. Na, dann komm mal her, du Bulli. Hat dir wohl wenig gebracht, was? Da kannst du so stark sein, wie du möchtest, wenn du nicht an mich herankommst. Apropos, um das zu sichern, sollten wir mal eine neue Aufladung drauf tun. Stopp. Ich muss so langsam auch mal gucken, dass ich wieder neue Seelensterne kriege, glaube ich. Die habe ich ja alle eher so nebenbei gesucht. Beziehungsweise gefunden. Eigentlich habe ich die nämlich nie groß benutzt. Habe die eher so nebenbei immer mit aufgeladen. Mit der anderen Waffe. Habe jetzt quasi dadurch meine große... Ich höre da was. Große Chance gewittert, die mal einzusetzen. Oh, von hinten. Ah, danke dir, Mensch. Das wirst du schön sein. Immer schön gucken, dass die ihren Schrei nicht rauskriegen und dann ist alles schön. Haben wir nicht noch einen Georg hier rumlaufen lassen?
Wo ist Georg? Oder Gregor? Gregor, wo bist du? Gregor. Na, ich werde dich nicht suchen. Wir spielen hier kein Verstecken. Okay. Der Bumm. So. Ach, guck mal da, da bist du ja. Nein, da hinten. Das bist du. Gregor. Gucken, welche Waffen habe ich jetzt eigentlich? Also, hoppla. Zwergenpfeile. Ich sehe das schon. Ich werde mich hier drin wieder total verlaufen. Passiert mir ja schon oft genug. Oh, Vladi. Waldimar. Passiert mir übrigens auch öfters, dass ich meine Leute irgendwie total umbenenne. Dann wird Georg und Gregor gemischt und Vladi und Waldi. Ja, ja. Man wird halt alt. Es nennt sich wohl Jungdemenz. Vielleicht ist es aber auch einfach nur, weil es mir egal ist. Manchmal muss man sich halt doch ein bisschen mehr mit den Leuten hier auseinandersetzen. Ja, ich glaube, den haben wir wohl gekriegt. Ich glaube, der Meinung sind die auch. Jetzt speichere ich nochmal schnell. Und ich glaube, so langsam muss ich auch mal ein paar Speicherplätze, Spielstände rausholen. Weil ich habe gerade gesehen, ja, so ein paar. Ich habe jetzt über 1000 Spielstände. Ein paar weniger wären vielleicht auch ganz nett. Würde nicht alles so belasten. Die nehmen ja wahrscheinlich doch ein bisschen Speicherplatz weg. Da vorne ist einer. Ich höre da was. Jo. Das lässt du schön sein. Au, wie bist du denn geflogen? Ja, komm, das kriegen wir alles schön hin. Okay, alles super. Sehr schön. Ich bin zufrieden mit euch. So, ich glaube, einen Ebenerzbogen haben wir ja gerade eh. Müssen wir uns keinen neuen aufsammeln. Oh, schön Geld mitnehmen. Und der wollte einfach nur schlafen und ich habe ihn aufgeweckt. Lässt du das mal sein? Jetzt muss ich auch wieder einen... Ja, renn mir rein. Renn mir nur in den Schuss, das habe ich ja so gerne. So, jetzt muss ich nochmal ganz schnell hier eine neue Ladung draufpacken. Wir könnten uns vielleicht mal einen mächtigen nehmen. Der hält vielleicht auch ein bisschen länger. Ich hoffe es einfach mal. So, ein bisschen Knochenmehl. Alles super. Weiter geht's. Übervorsichtiges Speichern. Sehr schön. So, wir könnten rechts laufen und wir können links laufen. Ich glaube, rechts geht's später nicht weiter. Da könnte was versteckt sein. Dann nehmen wir einfach mal den rechten Weg. Hoppala. So. Man soll ja immer den rechten Weg einschreiten. Das sieht alles so aus, als wären wir schon hier gewesen. Zumindest... Der Draugerfürst hier vorne.
Macht den Anschein. Und die Schlacht hier. Ja, hier waren wir. Hier waren wir schon. Die Falle habe ich doch wieder erkannt. Da sind sie letztes Mal alles schön reingelaufen. Da müssen wir wohl links lang. Links, links. Hüpf. Hier waren wir wohl auch. Ach, guck mal, wir sind einmal im Kreis gelaufen. Ja. Und irgendwie backt mir Will ja immer noch rum. Sie erzählt mir immer noch, dass das so ein schöner Abend war. So, dann schauen wir mal. Da hinten ist wieder einer. Ansonsten sehe ich aber keinen. Da die mich aber eh Feuer wittern oder was weiß ich, greifen wir sie halt an. Ja. Gucken wir mal lieber. Alles super. So, das kann die Schlägerbande hier übernehmen. Ich werde mich da jetzt nicht groß reinsetzen. Aber was die mir mittlerweile hier auch gleich als Gegner setzen. Ich meine, wie gesagt, mein Charakter ist ja nicht wirklich stark. Der ist ja eher der Dieb. Und mir hauen sie trotzdem hier Drauger Todesfürsten an den Kopf. Das finde ich manchmal so ein bisschen schade. Also klar, es steigert auf jeden Fall den Schwierigkeitsgrad. Das will ich gar nicht bezweifeln. Aber es ist irgendwie doch schon ein bisschen böse. Muss ich sagen. Also ich habe manchmal so gar keine Chancen. Ich habe allein schon Probleme, wenn ein Drache auftaucht. Zumindest wenn ich hier nicht mit vier Leuten rumlaufe. Ja, habe ich auch. So, schauen wir mal hier. Da sind Fallen. Und da das Druckplatten sind, werdet ihr die gleich alle wieder schön auslösen. Ich renne jetzt bis da vorne hin. Und drück da drauf, oder ist das ein Buch? Ja. Und die kämpfen so lange. Los geht's. So. Very warriors, strong and brave. Guard our fair lord and his grave. Should a pilferer wander here, payment shall be due the life so dear. Buried here is our great leader. So woe be to the unknown reader. For when disturbed, his royal guard will rise and fight the trespasser to them denies. Und da sie eh kommen, kann ich auch die Waffen nehmen. So, ich höre sie doch schon. Da sind sie schon. Können wir wenigstens nochmal. Na, komm her. Oh, hier ist der. Das kann ich auch. Wow. Komm. Ah, geht noch nicht. Die stehen gerade alle so schön. Würde ich zwar auch einige von meinen eigenen treffen. Aber ich würde halt einige treffen. Immer noch nicht. Lauf. Okay. Puh, okay, jetzt müssen wir wieder neue Aufladungen drauf tun. Ansonsten kriegen wir ein riesiges Problem hier.
mächtigen Seelenstein. Ja. Und nochmal einen drauf. Und jetzt, ehe wir hier groß sterben, speichere ich nochmal. Weil wir haben schon einige besiegt. Wow! Geh mir weg. Danke. Lauf, 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 lauf. Okay. Hüpf. Dieser Frost-Atronarch, ich glaube, der wird mich noch fertig machen. Weg mit euch! Boah, zu viele Frostatronarchen. Habe ich erwähnt, dass ich Dungeons nicht mag? Hopp. Atronarchen, geht weg. Da müssten doch eigentlich die Frostatronarchen ein richtiges Problem mit haben. Hopp. Gegen Feuer. Okay. Hört ihr mal auf! Bitte! Aua! Danke! Danke dir! Ah, so. Das kann ich auch. Schön in die... Ha! Was haben wir denn hier alles? War in Falskar. Das ist ein Buch, das ich noch nicht habe. Wir haben ja sonst nichts zu tun gerade. Die sind da unten. Okay, wir müssen uns was ausdenken. Wir werden hier groß beschossen. Hopp. Komm. Ja. Treffer und versenkt. Oh! Ah, weg mit dir. Lauf, 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 lauf. Ah, okay, so. Nochmal schnell. Ewige Heilung rein. Feuerresistenz. Gesundheit senken machen wir uns mal doch auf die... auf die Waffe. Wir könnten... Ja, Ausdauer haben wir eh genug. Feuerresistenz, Blitzresistenz. So. Einfach mal alles trinken, was wir gerade so haben. In der Hoffnung, dass wir sie jetzt auch alle erwischen können. Scheinen ja nicht mehr viele zu sein. Es ist ziemlich still geworden hier. Da kriecht noch einer von uns rum. Da ist der Feind. Ja. Und du gehst hier weg. Overlord. Der böse Overlord ist weg. Whoop. Da bin ich doch mal interessant. Na, der hat nichts. Ich dachte, als Overlord würde der da irgendwie noch was richtig Schönes rumliegen haben. Aber nein. Da hat's den nächsten. Whoop. Den nächsten großen erwischt. Schauen wir mal. Dass wir das Ganze hier mal zum Ende bringen. Sehr schön. Sehr schön. Ich muss sagen, ich bin positiv überrascht von diesem Ergebnis. Und ich würde sagen,
Für diese Folge wird es dann wahrscheinlich hier auch erstmal reichen. Es sieht sehr schön aus hier gerade. Und wir gucken jetzt, wie wir später da weiterkommen.